Heute reisen wir nach Indien. Mit Knöpfchen. Sei in der Vorschule. Mit einer frischen Kokosnuss. Einer heiligen Kuh. Einem Tempelelefanten. Einer rätselhaften Zeichnung. Und mit dem Elefanten. So begrüßt man sich in einem Land, das Indien heißt. Man könnte aber auch Hello sagen, das ist Englisch und wird von den meisten Menschen in Indien verstanden. Dort werden nämlich ganz, ganz viele Sprachen gesprochen, weil Indien so riesengroß ist. Das sehen wir hier. Ups, Stimmt, ich habe die Elefanten vergessen. Also, in Indien gibt es viele Elefanten. Sie sind heilig und es gibt sogar einen Elefantengott. Er heißt Ganesha. Schaut mal, Lisa zeigt ihn euch. Namaste. Ja, so sieht er aus. Ganz bunt. Ein Menschenkörper mit einem Elefantenkopf. Aber jetzt endlich die Karte mit Indien. Oh, pardon. Jetzt hätte ich doch fast die Kuh vergessen. Die Kühe sind in Indien nämlich auch heilig. Genau. Und laufen mitten zwischen den Autos frei auf der Straße rum. Könnt ihr euch das vorstellen? Na klar. Aber jetzt die Karte von Indien. Indien liegt, hier, in Asien. Und da lebt Sai. Sai wird uns jetzt mal zeigen, wie es da aussieht. Viel Spaß. Namaste. Ich lebe in Indien und heiße Sai. Ich bin 5 Jahre alt. Komm mal mit, ich zeig euch jetzt, wie es bei mir zu Hause aussieht. Bei uns ist es sehr heiß und deswegen pudert mich Mama erstmal überall wieder ein. Und außerdem riecht das ganz gut. Auf den Anstecker bin ich ganz stolz. Den habe ich, weil ich immer pünktlich bin. Dieser Strich bedeutet, dass ich ein Hindu bin und an Gott denke. Und dann gibt's Frühstück. Reis mit Gemüse. Reis und Gemüse essen wir morgens, mittags und abends. Danach wasche ich mir den Mund. Jetzt muss ich noch beten an unseren Hausaltar. Das mache ich jeden Tag. Und dann geht's los. Endlich kommt ein Schulbus. Es ist ein Dreirad mit Motor. Bei uns heißt es Rikscha. Netra und Vidya sitzen schon drin. Wir fahren jeden Tag gemeinsam mit der Rikscha zur Vorschule. Unterwegs singen wir immer unser Lieblingslied. Es handelt von Liebe. In Indien zieht man immer die Schuhe aus, wenn man irgendwo reingeht. Dann sind wir barfuß.
Macht nichts, weil bei uns ist es ja immer ganz warm. In der Vorschule lernen wir die Buchstaben auf Englisch. Wir haben alle die gleiche Schuluniform an. Rosa und schwarz gestreifte Hemden. Zum Lernen sitzen wir alle auf dem Boden. Wir haben auch einen Schulhof. Der ist ein bisschen wie ein Spielplatz. Mit ganz viel Sand. Ich gehe total gerne in die Vorschule, weil da meine ganzen Freunde sind. Und wir sehr nette Lehrerinnen haben. Dann ist die Schule aus und die Rikscha bringt uns nach Hause. Bis gleich. Wieder. Jetzt bin ich zu Hause und zeige euch mal, was hier so alles passiert. Schaut mal, da ist eine Kuh. Kühe laufen bei uns einfach so rum. In Indien sind Kühe heilig. Jeder passt auf sie auf, dann passiert denen auch nichts. Und jeder gibt ihnen was. Tschüss, Kuh. In unserem Hof haben wir einen Brunnen. Mit dem Wasser gieße ich die Pflanzen. Das mache ich jeden Tag. Wer singt denn da? Das ist ein Mann. Er hat sich als Hanuman verkleidet. Das ist der Affengott. Dem gebe ich immer was. Das bringt Glück und Stärke. Und dann bete ich mit ihm. Jetzt gibt's Mittagessen. Reis, Gemüse und Suppe.
Die Suppe schütte ich über den Reis, damit alles schön vermatscht. Ich esse mit den Fingern. In Indien machen das alle so. Aber nur mit der rechten Hand. Und so trinken wir, ohne den Becher mit den Lippen zu berühren. Ist gar nicht so einfach. Das muss man erstmal üben. Da ist schon wieder jemand am Tor. Eine Frau, die für den Heiligen sammelt. Für Sai. Das ist der Heilige auf den Bildern da. Er ist ganz genauso wie ich. Und jetzt spiele ich. Das ist meine Oma. Die wohnt nämlich auch bei uns. Und das ist meine Mama. Ich puzzle so gerne. Dann kommt schon wieder jemand ans Tor. Der Kokosnussverkäufer. Er hackt mir eine Kokosnuss auf, damit ich sie austrinken kann. Mit einem Strohhalm. Ich will aber lieber einen blauen Strohhalm haben, weil blau meine Lieblingsfarbe ist. Ich liebe frisches Kokosnusswasser. Gleich erzähle ich euch noch mehr. Lisa, beeil dich, sonst kommen wir noch zu spät. Ja, ich komme ja schon. Und los geht's. Sendung. Wieder der Sai. Die Klingel kenne ich. Das ist das Karussell. Das kommt manchmal einfach so vorbei. Das ist wie Fliegen. Direkt vor unserer Haustüre. Danke, Karussellmann. Komm bald wieder. Das ist mein Papa. Papa muss heute nicht arbeiten. Deshalb machen wir einen Ausflug.
Papa will mir einen echten Elefanten zeigen. Und da ist er. Er ist noch in der Dusche. Ganz schön groß ist der. Der Elefant wird angemalt. Er soll nämlich schön aussehen. Er ist ein Tempelelefant. Auf der Straße hat er ganz viele Glöckchen um. Die machen richtig tollen Krach. Da steht er vor mir, der Elefant. Ein bisschen bammelig ist mir schon, aber ich trau mich. Und gib ihm was zu fressen. Zum Dank streichelt er mit seinem Rüssel über meinen Kopf. Elefanten bringen nämlich Glück. Das war ein spannender Ausflug. Dann geht's wieder nach Hause. Mit der Rikscha. Bis gleich. Zum Schluss habe ich noch eine Überraschung. Das ist Tante Schuber. Die macht jetzt was für euch. Sie nimmt ein bisschen Farbpulver zwischen die Finger.
und lässt es durchrieseln. Was das wohl wird? Habt ihr schon eine Idee? Ich helfe auch ein bisschen mit. Mit meiner Lieblingsfarbe. Mit Blau. Und habt ihr schon erraten? Na klar, das ist der Elefant. Für euch in Deutschland. Viele Grüße aus Indien. Euer Sai. Meine verehrten Damen und Herren und Kinder, das war unsere Sondersendung über Indien. Vielen Dank, Sai, dass du uns dein Land gezeigt hast. Tja, und ich fliege jetzt zurück nach Deutschland. Namaste und tschüss. Wieder.